Yeah. Stockwerk 12. Oh yeah. So, Strandbar. Ja, noch 4 Stockwerke. So, jetzt wieder die Ladezeit. Stimmt, einen Knochen wollte ich mir noch holen. Naja, komm, für den einen Stock. Glaube nicht, dass ich jetzt da unbedingt 2 brauche. So, Etage 12. Jo, cool, würde mich freuen. Hallo? So, jetzt saubern wir mal ein paar Seebären hier ein, oder was? Ich glaube, die sind ja mal ganz knisper hier. Die werden sie gleich mal über die Planke geschickt. Okay, dann müssen wir links. Hallöchen. Oh, das sind viele Goldbarren. Wow. Da komme ich aber dann mit dem Fluigi rein. Okay. Sieht irgendwie nicht so korrekt aus. Drücke den Knopf hier. Nee, ist ein Starkstrom oder was? Okay. Luigi durch? Nö. Okay, okay. Hinter die Bar komme ich ja nicht. Das ist halt ein Stecker, ne? Okay, das ist auf jeden Fall nicht. Okay, jetzt a little bit tricky. Ja, da ist die Eingangstüre dann. Okay. Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Was hat dieses Schiff hier überhaupt zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dir dann? Also auf zum Labor, beeil dich. Okay.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was er will. Stimmt, hier im Spiegel fährt ein Boot rum, ne? Okay. So. B1. Na, come on. Gut. So, da bin ich doch mal gespannt, was passiert ist. Den habe ich ja schon geholt. Ja, den hatte ich schon geholt. So, what's wrong, Doc? Luigi? Ah, Luigi, ich habe dich schon erwartet. Es sieht so aus, als hätten wir einen der Toads erneut auf der Vermisstenliste. Also, das ist das Schlimmste, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schreckweg FLU weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Dazu benötige ich ein Material, das sich vermutlich im Hotel finden lässt. So schickte ich den Toad auf die Suche. Allerdings, nun ja, sieh dir das hier mal an, oder Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich den Toad mitgegeben habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Och nein, ich bin nicht unten im Wasserwerk. Ich weiß halt schon genau, wo er ist, ne? Der Film ist deutlich zu sehen, dass Toad von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Toad aufzufinden. Ja. Das Wichtigste aber ist, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung deiner Aufgabe doch wohl bewusst, oder? Also los, Luigi. Durch wieder in die beschissenste... Ja, als hätte ich schon den Knochen noch gleich kaufen können, ne? Ja, aber die Wasserebene war wirklich das Schlimmste, Alter. So. And here we go. Wasserebene. Es ist halt schon echt krass, dass es halt wirklich so immer so ist. Die Wasser oder Unterwasser oder irgendwas, was mit Wasser ist, ist immer die schlimmste Level von dem Spiel. Aber durchweg immer. Wasseranlage. Ich kotze im Strahl. Ja komm, das war ein Stockwerk. Los, jalla. Here we go again. Da wohnt nämlich hier. Oh, die Ausschreibung schon. Oh, nö, nicht du schon wieder.
So, nervt nicht. So, kriegt er erstmal mit einmal auf den Deckel. Den Toadie. Ich glaube, den konnte ich damals nicht rein. Ja. Aber ich muss erst in die andere, weil ich da unten... Servus, Toad. Lass mich raten, jetzt kann ich das auch wieder da oben aufmachen. Genau. Noch irgendwie darüber kriegen oder was? Nee, oder? Ach so. Ah, du hast den Toad gefunden. Gut gemacht. Dann geht es jetzt, das Verstärkermaterial zu suchen. Es war ja im Film zu sehen. Weißt du noch? Viel Glück. So, haben wir den schon mal. Den hast du aber da verloren, soweit ich weiß. Aber warte mal, brauche ich doch, glaube ich, gar nicht, ne? Oh, Simon Luigi, da ist das Material, das ich besorgen wollte. Da oben hätte ich jetzt nicht vermutet. Okay, also müssen wir darüber. Wie komme ich darüber? Weil so auf jeden Fall nicht. Yeah.
Ja, ich glaube, ich muss von hinten das Ding aufsatteln, ne? Luigi, wo willst du denn hin? Ich brauche doch dieses Verstärkermaterial. Also schnapp es dir, klar? Okay, muss ich den vielleicht wirklich nur darüber schießen? Oh, ein Toad ist echt ein magisches Wesen, wa? Komm ran. Ja, das war nichts. Okay, un momento, por favor. Luigi, du bleibst da. Komm mit, Pilzkopf. So, let's get shoot it. I did it. Gut, jetzt haben wir das Teil. Hervorragend! Das ist genau das Material, das ich benötige. Gut gemacht. Dann mal auf zum Labor, Luigi, damit wir deinen Schreck weg FLU verstärken können. Irgendwas kommt mir doch jetzt wieder in die Quere, oder? Nix, gar nichts, einfach so. Verflixt, der Weg vor dir ist blockiert, Luigi. Du musst dich nach Alternativen umsehen. Sieh dir am besten die Karte an. Really? Karte. Okidok. Na, da kommen wir Taui. So, jetzt noch mal einmal hier hoch. I'm not sure. Wie war das nochmal? Ich glaube, ich muss wirklich komplett nochmal durch dieses Level rennen, oder? Warum zwingen die mich immer dieses scheiß Level zu spielen? Ja. Naja, dann rennen wir mal durch. Deswegen, ich habe schon das Gefühl, ich glaube schon zu wissen, wo sie mich hinschicken wollen. W-
was mache ich überhaupt? Ja, jetzt habe ich mich... Achso, ich kann ja von oben einfach runterspringen, ne? Komm, alle ab. What? Genau, ich fliege einfach mal quer über die Karte. Genau da unten muss ich durch. Wer nervt? Todes entführt worden. Oh, okay. Moin, Shiro. Na, alles fresh? Was hast du das Wochenende getrieben? So, once again. Mal gucken, wie das jetzt am dümmsten läuft, ne? Da hab ich dich doch. Dieses Tricky, ne? Man muss erstmal herausfinden, auf was die anspringen. So. Verzupft dich tot. So, fertig, ja, gut. Okay. War gestern mit einem Freund in der City und davon 9 Tage in der Quarantäne. Okay, vom Arzt aus oder hast du oder wie? Weil Quarantäne ist halt immer so eine Sache, ne? Och, Toad, zupf dich. Dieser blöde Sack. Ah, jetzt erinnere ich mich.
Hier entlang, Luigi. Der Weg sollte zum Ausgang führen. Jetzt rennt er voraus, der Sack. Hab ich mir das schon gedacht. Och, Toad, Alter, du bist ein nerviger Pisser. Boah, Toad. Jetzt habe ich die aber. War krank, hatte viele Symptome, war zum Glück negativ. Ja, okay, also dann eine Grippe, so gesagt, und dann aufgrund von Verdacht. Naja, Hauptsache es geht einem besser, ne? Achso. Komm mal her, Toad. Okay. Toad, ich habe noch eine andere Wand. Wir müssen noch ein bisschen Köpfchen von dir hier einsetzen, ne? Darfst du nicht mal mit Köpfchen arbeiten? Toad. Simon Luigi, eine Tür. Moment, das ist doch gar kein Drehrad. Mit dem man sie öffnen könnte. Hallo. Alles klaro. Schon kapiert, schon kapiert. Och, ihr geht halt dein Maul. Na, Corona. So, und yalla. Jetzt haben wir wieder einen Fight wahrscheinlich. Ja. Ja. Hello there. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war, aber ich habe es eingesaugt. Seit wann machen Spinnen solche Geräusche? Komm ran jetzt.
Och, piss dich. Komm, bau wieder deinen Einsatz. Was ist das schon wieder für eine Musik hier? Was wollt ihr schon wieder von mir? So, aber jetzt. Ach, da war ein Schlüssel. So, Luigi. Turn the tables. Und ich drehe in die falsche Richtung. Machst du die Truhe jetzt auf oder nicht? Unnützes Vieh. Ich weiß, dass es ein bisschen eklig ist, aber du musst jetzt durch. Also komm in die Gänge. Ich würde gerne mehr sehen. Achso, der pennt da oben. Du nervst. Gibt es da noch irgendwas? Nee. Okay. Dann. Betty Bucket oder was? Der ist schon so ziemlich die Arschkarte. Wird überall durchgeschossen und sonst irgendwas. Komm her, Eierkopf.
So, da haben wir es doch geschafft. Warum? Direkt auf den Dötz hier. So, einen haben wir. So langsam checke ich euch schon, ihr Sick. So. Aber jetzt hat. So. Würde ich sagen, auf zu Professor Igitt.